Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. 5 Minuten Blitz auf dem ICC. So, jetzt wieder Zeit, meine Wertung ein bisschen runterzuspielen, nachdem ich gestern fleißigst wieder ungefähr 100 Punkte draufgelegt habe. Okay, schauen wir mal, ich will dieses Vier-Ankette-System. Spielt sich relativ simpel und ich muss sagen, es spart einfach Zeit im Studium, was eigentlich ganz cool ist. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Okay, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Okay, schauen wir mal, welche ich nehme. Das leitet, glaube ich, wurde einfach in die andere Variante über. Wenn ich jetzt allerdings sowas wie B3 spiele, einfach mal das hier sicher und Skype eben ausschalte. Springe jetzt hier 6. Vielleicht wäre H3 sogar in gewisser Variante mal eine Idee, weil der Läufer hier eigentlich kaum richtig gute Felder hat, außer F5 und G4. Zumindest schon mal das eine wenigstens ja wegzunehmen. Wäre zumindest eine Idee gewesen. Okay, jetzt muss man auf jeden Fall ein bisschen konkret rechnen. Zum Beispiel Springer E5. Greift den Läufer an und greift den Springer an. Springer nimmt wahrscheinlich eine der wenigen Züge, die in Frage kommen. Bauer nimmt, greift den Springer an. Gut, währenddessen hängt dieser Bauer hier schon mal. Während dieser Bauer hier einfach so in der Gegend rumhängt, hängt natürlich auch ein Bauer auf E5. Also ich mit dem Springer, man kann mit dem Läufer nehmen, greift den Turm an. Okay, habe ich was Besseres. Wenn ich H3 spiele, nimmt der ist wahrscheinlich hier zwischen. Und dann spielt der Springer A5, das heißt, der Bauer ist weg. E3. D5. Okay. Ich glaube, Springer E5 sieht noch am gesündesten aus. Ah, das ist interessant. Allerdings dürfte mir das einfach nur ein wesentlich besseres Spiel geben, glaube ich. Läufer Springer nimmt G4. Springer nimmt G4. E3 greift den Springer an, der muss ziehen. Sagen wir mal jetzt Springer F6 zurück. Und dann kann ich ihn wieder nehmen. Sieht eigentlich gut aus. Hier ist zwischen. Hier eben raus, drohen den Turm an, spielen E3, drohen den Springer an. Der nächste Zug ist schlägt. Einzige unangenehme, was also relativ unangenehme wäre, vielleicht wenn der Springer H6 kommt. Mit der DC5. Allerdings glaube ich, dass ich dann. Aha. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Opfert den Springer, ja. Nimmt, Läufer, nimmt. Das genug ist. Lass uns mal rausfinden. Auf jeden Fall, meine ich, muss ich nehmen. Denn sonst wird es ziemlich ungemütlich. Okay, wie schaut es aus mit Turm D1. Turm D1. Droht einfach, Turm schlägt Läufer, der Abzug bringt nichts. Wenn F5 kommt, haue ich trotzdem raus. Wenn ich hier unten rein opfer, nehme ich wieder. Nimm, geh zurück. Er gibt hier einen Schach. Zack, und kommt auf die erste Reihe,
Gut, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Andererseits kann ich dann vielleicht sogar noch die nächste Figur opfern. Sieht vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, probieren wir es mal. Einfach. Entschuldigung, Läufer G5 wahrscheinlich später. Wenn er jetzt hier nimmt, nehme ich unten die Dame, damit nimmt, ansonsten haue ich irgendwo mit dem Schach rein. Ich habe sogar den Turm auf A8 raus, das heißt, der Turm hier von E8 wird abgelenkt. Und wenn der Turm nimmt, kommt Läufer G5. Das heißt, wenn er unten nimmt, hacke ich oben raus und es ist dann ein Turm gegen Läufer Endspiel. Was, glaube ich, besser ist, weil ich auf diesen Feldern, glaube ich, jetzt ein bisschen stärker bin. Auf den schwarzen Feldern. Gut, C5 ist eine Idee, die ich mir gerade eben überlege. Frage ist, bringt es so viel? C5, also eine Idee ist wahrscheinlich F5 auch irgendwann zu spielen. Und hier mit ein bisschen zu nerven. Wenn C5 kommt, kann ich eventuell sogar Springer E2 oder Springer B5 sogar. Aber wahrscheinlich eher sogar Läufer E3 in Erwägung ziehen. Zack, 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 das Schach bringt nicht so viel. Zack, 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 okay. Läufer E3. Ganz einfach, ich gehe auf diesen Bauern drauf, auf den Läufer drauf. Wenn ich unten reinhackt auf B3, nehme ich hier zwischen auf D4 und habe einfach eine Figur mehr. Und die Bauern sollten relativ zügig fallen. Eine Idee ist H5 oder F5 zu spielen. Aber die Dame auf dieser Linie bleiben muss, damit sie voll wirkt. Auf E4 kann ich nicht wegen dem Turm. Bliebe noch F4 als Feld oder H4. H4 würde jetzt den Damentausch ermöglichen, was nicht so gut wäre. Weil danach hier die Spannung im Zentrum weg ist. Und ich will ja diese Festigung hier nutzen. Wenn ich die Dame abtausche, breche ich die ja. Das heißt, sagen wir es. Ja, sieht trotzdem besser aus. Meine F5, Dame F4 droht das Ganze wieder. Turm E4 ist nicht möglich, weil ich einfach raushaue. Mit Abzug und allem Möglichen, glaube ich, dann demnächst. Ja. Seine Zeit ist auch ein bisschen knapper. G5, dann haue ich wahrscheinlich auf F5 raus. Ja, sieht am einfachsten aus. Ah, okay, das ist trotzdem nur ein Abtausch dann. Denn ich kann jetzt hier nehmen. Genau, jetzt hacken wir den Turm da hinten raus, damit der Turm hier abgelenkt Time wird. warning. Ja. Ich hau hier raus, jetzt ist A, der A-Bau immer eine Schwäche. Zack, meins. Zack, meins. Zack, meins. Danke. Und gut, dann kann ich laufen. Okay. Gut, gehen wir mal ganz mal schnell durch. Also ich bin relativ frisch, was dieses Vier-Kette-System angeht, aber ich glaube, dass diese Operation hier, gerade dieses Figurenopfer hier, sehr, sehr riskant war. Ich meine, diese Fesselung hier ist ziemlich nervig. Kann ich hier Varianten eingeben? Perfekt, okay. Ich habe überlegt, wenn er jetzt hier zum Beispiel nimmt, haue ich da unten raus, das heißt, ich habe jetzt eine Dame mehr. Und ich drohe einfach, wenn er irgendwas frisst, mit Schach irgendwo rauszuknallen. Das heißt. Ah, nee, es geht nichts. Schade. Okay, das ging nicht wegen der Fesselung. Okay, die andere Idee war jetzt, wenn er jetzt nimmt, habe ich ein kleines Problem. Denn wenn ich hier rüber gehe, kommt dieses Check. Schach hier. Ich muss hoch. Und ich krieg diese die beiden Figuren hier. Kann man das hier markieren?
Ich krieg die beiden Figuren hier nicht raus, beim besten Willen nicht. Ganz besonders vielleicht noch sowas hier, das sieht wahnsinnig unangenehm aus. Läufer H6 kann das entscheiden, mit der Idee, zack, und das ist ein Check. Matt. Der Turm muss rübergehen und Checkmate. Aha. Okay, ich muss sagen, das habe ich übersehen in meiner Berechnung, aber andererseits, der Turm muss ja nicht sofort runterkommen, ne? Gut, Problem ist, wenn er das hier spielt, um das vorzubereiten. Bin ich schneller. Ich greife den Läufer an. Und wenn er zieht, wenn er so irgendwo hier hinzieht, dann gibt Check. es einen Abzug und ich tausche den Turm und gewinne das Spiel. Ja, nee, ist schade, das habe ich ein bisschen übersehen, aber okay. Gut, und die andere, die ich dann am Ende hatte, war. Oh, kann ich in die Variante reingehen? So. Hier genau, nimmt und vielleicht Läufer G5 zu spielen. Das war dann die andere Idee, die letzte Idee. Einfach mal die Reihe unten frei zu machen und so vielleicht diesen Turm oben anzugreifen. Das heißt, ja. Ah, oh Gott. Wahrscheinlich geht das alles gar nicht. Okay, gut, das ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen unangenehm gewesen. Das dürfte sogar schlechter für mich sein, ja. Na gut. Okay. Bum, bum, bum. Und das nehmen wir hier, ja. Das Problem ist, dass das jetzt eine bessere Version für mich ist, da ich die Reihe unten schon frei gemacht habe. Das heißt, ich nehme hier wieder. Ja, das ist das Problem, ne? Wie nimmt er jetzt? Also, nimm mal so, dann kann ich den Läufer einfach den Turm retten. Und das Game Over. Ansonsten, gut, Läufer schlägt E3, ist wahrscheinlich die einzige Chance. So ist die Turm E4 geht ja nicht wegen dem Springer hier. Und er kann nicht nehmen, weil dann der Abzug mit Schach kommt. Check. Genau. Ja. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Turm schlägt. Gut, schlägt gezwungen. Ich gehe hier rüber und er hat keinen Zwischenschach. Das heißt, ich drohe jetzt den Turm zu nehmen. Er muss wieder nehmen. Der Turm steht da ein bisschen bescheiden. Ich nehme, nehme, nehme. Gut, er will nach D4. Ich nehme raus, nehme raus. Hier hätte ich mir wahrscheinlich sogar überlegen können, einfach Springer E2 zu spielen. Aber wozu? Nimmt, nimmt, nimmt. Einfach mehr bauen. Selbst wenn er jetzt einen Turm hier rüberzieht, was er wahrscheinlich machen wollte. Dürfte das den Tag entscheiden. Er muss irgendwo hinziehen. Und egal wohin er zieht, sagen wir mal hier hin. Also, er macht's mit Schach. Ist Check. jetzt bessere. Ja. Hier mal darüber. Mit der Idee, wenn er hier hochkommt, gehe ich wieder hoch. Und bin jetzt eine Reihe weiter vorne, das heißt Check. beim Schach. Könnte ich jetzt, wahrscheinlich muss ich nach H3 gehen. Gut, wenn er mich angreift. Wenn ich zurückgehe, ist es dasselbe Spielchen wieder. Check. Gehen wir erstmal in Schach. Check. Gehen wir noch in Schach. Verbessern wir ein bisschen die Stellung hier. Und danach wahrscheinlich kommt der Springer nach D5. Ja. Okay. Gut, das ist natürlich dann sofort K.O. Der Bauer läuft einfach. Gut, ja, was hat denn der für eine Wertung gehabt? 2056. Okay, ist schon mal ein größerer Fisch. Ich habe jetzt ja keine Ahnung von der Theorie hier, in der Stellung. Alex hat das alles einen recht soliden und gesunden Eindruck gemacht, von daher glaube ich, war das schon okay. Okay, wenn ihr irgendwie Fragen, Anmerkungen oder sonst welche Ideen habt, postet sie einfach auf meinem Channel. Ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten. Okay, danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.